Herzlich willkommen bei einem neuen Video und bei diesem Orakel geht es um die Jungfrauen im Monat Juni. Ja, um was geht es bei den Jungfrauen? Die Welt? Die Welt steht für die Harmonie, für die Vollständigkeit, für den Erfolg. Und für das Glück. Oh Gott, du echt, ey. Ja, die Karte ist natürlich nicht so schön. Kummer, schlechtes Gewissen, Sorgen, Albträume. Hier kannst du nicht schlafen, hast schlaflose Nächte, ja. Der Wagen steht dafür, den eigenen Weg zu gehen, mit Selbstdisziplin und Willenskraft. Ja, und mit dieser Karte bist du einfach auch offen, ja, bist dadurch aber auch unverbindlich und entscheidungslos, ja. Müssen wir auf die anderen Karten gucken, um was es da geht. Nein, ich wollte ja nur noch 4. Dann habe ich 12, genau. So. Dann haben wir die Verbindung. Das Geschenk. Und Diskussionen. Und den Kompass. Ja, also auf die Welt. Ja, und die Welt steht ja für das Glück, für den Erfolg, für den Sieg. Die Welt steht aber auch für die Aufhebung der Widersprüche. Der Widersprüche,
die du eventuell in dir trägst, ja. Was die Beziehung betrifft, eine Beziehung oder ein immer wiederkehrender Kreislauf, das würde dann für den Widerspruch stehen, wofür die Welt auch steht, ja, für die Aufhebung des Widerspruchs in einem Kreislauf, in dem du dich befindest. Wo du dich bedroht fühlst, ja, sozusagen, oder wo du nichts an dich heranlässt, ja. Der Kreislauf verschlossen zu sein. Ja, vielleicht aus Angst vor erneuter Verletzung, ja. Und das passiert ständig, ja. Symbolisiert durch den Ring als Kreislauf. Oder es geht hier um eine Verbindung, wo du in der Verbindung Angst hast, verletzt zu werden. Und das ist ein Widerspruch, weil du bist ja in dieser Verbindung. Und es geht mit der Welt um die Auflösung dieses Widerspruchs. Dann haben wir die Siegeskarte mit den 6 der Stäben. Und wir haben das Geschenk, also die Blumen, auf den 9 der Schwerter, auf dem Kummer. Wenn ich eine Konstellation habe, ja, wie Kummer und Sieg, dann heißt es für mich hier, dass der Sieg und das Geschenk am Kummer die Auflösung oder beziehungsweise die Aufhebung der eigenen Widersprüche ist. Ja, denn dadurch fühlst du dich ja auch gefangen in diesem Kreislauf, in einer Art Widerspruch. Du bist in einer Verbindung und du lässt aber trotzdem nichts an dich heran. Und das ist ein Widerspruch in sich, und deswegen geht es in dieser Konstellation mit der Welt um die Aufhebung des Widerspruchs oder der Widersprüche. Und deswegen liegt auch das Geschenk bei diesem Kummer, weil du durch diesen Kummer, den du hast, den Widerspruch erkennst, und mit dieser Karte kommst du auch zu einem Ergebnis, zum Sieg sozusagen. Ja, und bei dem Wagen geht es darum, den eigenen Weg einzuschlagen, der aber auch mit Gesprächen und Diskussionen verbunden ist. Und die 2 der Stäbe stehen für bei dieser Karte geht es um das Vertrauen in die eigene Kraft, weil man hier leidenschaftslos ist, ja. Und vielleicht solltest du auch Gespräche und Diskussionen mit mehr Leidenschaft führen. Und das geht natürlich nur, wenn du Vertrauen in deine eigene Kraft findest. Denn nur wenn du dir vertraust, kannst du auch selbstsicher Diskussionen und Gespräche führen. Ja, und somit ziehst du dann auch automatisch deinen Wagen in deinen Weg oder auf deinen Weg, in die Richtung, wo du hingehen willst, ja.
Denn du willst ja in Richtung Welt. Wir haben ja hier den Kompass auf die zwei der Münzen gehabt, die Unentschlossenheit. Und diese Unentschlossenheit bringt dich hier zu einem gewaltsamen Ende. Ja, also es kommt sozusagen durch deine Unentschlossenheit zu einem Ende von außen. Und das ist auch das Positive an der Sache, denn diese Situation ist sozusagen Knockout. Und danach kann es nur wieder positiv weitergehen. Ja? Nach Regen kommt immer wieder Sonne, nach Dunkelheit kommt immer wieder Licht. Ja? Und das, dann wird auch der Kompass hier wieder neu ausgerichtet. Und diese Situation entsteht aber durch die Entscheidungslosigkeit, ja, weil hier geht es um eine Entscheidung, ja, dass du aus dieser Energie auch rauskommst. Ja. Zu der aktuellen Situation kommt als Klärungskarte die Königin der Schwerter. Und bei der Königin der Schwerter geht es um den klugen Verstand und um die Rationalität, die hier womöglich vonnöten ist, um aus diesem Kreislauf, der die Widersprüche mit sich bringt, herauszukommen. Denn somit gelangst du auch zur Aufhebung der Widersprüche, indem du rational etwas, was du hier nicht machst, entscheidest. Ja, mit dem Verstand sozusagen. Ja, und die Lösung sozusagen, um aus diesem Kummer ja rauszukommen, damit du auch nachts wieder zur Ruhe kommst, ja, dein Problem sozusagen löst, wäre es hier mit dieser Karte, die 6 der Münzen, wichtig, dass du innerlich im Gleichgewicht bist, beziehungsweise dass du auch schaust im Außen, dass Geben und Nehmen im Gleichgewicht ist. Und dass man vielleicht auch Selbsthilfe annehmen sollte, wenn man sie braucht. Ja, und dadurch, dass du hier sehr, sehr viel Kummer hast und schlaflose Nächte, brauchst du vielleicht auch Hilfe, ja. Ja, und auf den Wagen, ja, den du ja mit Selbstbewusstsein, also den du mit Disziplin und Willenskraft ziehen sollst in die Richtung, wo du ihn haben möchtest, wo du dich haben möchtest, wenn du in deiner eigenen Kraft bist, ja, oder wenn du dir und deiner eigenen Kraft vertraust, ja, dann geht es auch für dich in den Genuss, in die erfüllende Freude, ja. Ja, also wenn du dich hier entscheidest, den Kompass neu ausrichtest, weil du sonst womöglich
hier tatsächlich zu Fall gebracht wirst oder du wirst zu Fall gebracht durch die Unentschlossenheit. Geht es einfach darum, den Kompass neu zu setzen, sozusagen, dass man hier auch die Kraft hat, den eigenen Standpunkt zu verteidigen. Ja, hier hast du womöglich die Kraft noch nicht. Ja, aber weil es hier auch wie ein Geschenk liegt, kommst du aber auch in deine Freude, in die Fülle durch eine Entscheidung, die hier getroffen wird, für dich sozusagen im Außen. Und diesen Standpunkt, den verteidigst du auch. Eine Karte aus dem Deck der Weisheit, da haben wir hier Ordnung schaffen, ja, also das passt wie die Faust aufs Auge. Und die 21 steht auch für die Welt. Ordnung zu schaffen, damit sich die Widersprüche in dir auflösen können, damit es für dich persönlich in den Erfolg kommt, ja, in das Glück kommt und dir die Welt sozusagen wieder zu Füßen liegt, ja. Hier haben wir die Vier der Luft und die steht für das Offensein, für das Feiern, für das Willkommensein. Wenn du hier in deinem Leben Ordnung schaffst, um dich von deinen eigenen Widersprüchen zu befreien. Ja, und da kommt im Monat Juni noch etwas Arbeit auf dich zu, meine liebe Jungfrau. Aber das schaffst du hier mit der Vier der Luft. Geht es einfach auch für dich um die Unbefangenheit, um das Offensein. Ja. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen schönen Abend, eine wunderschöne, erholsame Nacht und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, deine Sandra.